Also ich denke, die zwei zentralen Sachen sind Bildung und Beteiligung. Und bei Bildung denke ich an Humboldt, an eine freie Bildung und nicht eine Ausbildung, sondern dass sich Leute mit den Themen beschäftigen, die sie interessieren, mit den Themen, die die Gesellschaft interessiert, und dass es einen freien Rahmen hat, die Formate nicht fest sind, sondern der Rahmen geschaffen wird von der Universität und von den Hochschulen, dass man sich mit Bildung auseinandersetzen kann und persönlich wachsen kann und Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen kann. Und bei Beteiligung denke ich, wenn wir die Hochschule als Vorbereitung für das Leben und für die Gesellschaft sehen, dann sollten wir auch da schon Beteiligung erwarten und annehmen und zusammenarbeiten und die Hierarchien ein bisschen absetzen und verändern und Strukturen schaffen, ausprobieren, die auch in der Gesellschaft gelebt werden sollen.